bloß eine Entschuldigung und so weiter. Und Weißenberg 0:1 natürlich, herzliche Gratulation zuerst an Weißenberg zum Sieg. Bei mir der Herr Niel, Trainer von Weißenberg. Herr Niel, Statement zum heutigen Spiel aus Ihrer Sicht. Servus, Bernhard. Ja, zum heutigen Spiel, das ist klar, wir haben gewusst, dass Walkleiber ist angeschlagen und wir haben das letzte Wochenende selber gehabt und ich weiß, wie schwer es ist, wenn du hast Schlüsselspieler nicht dabei. Und dadurch haben wir versucht, kompakt zu bleiben, nicht aufzumachen und der Schwabe so gut wie möglich nach außen zu halten und weniger Kontermöglichkeiten weggeben. Wir haben ein paar Pfostenschuss und einmal Latte und sowas, aber es war das Büffeltor, war eigentlich das entscheidende Tor. Und auch zum Schluss, ich muss sagen, Hut ab, mein Tormann war zu dem richtigen Zeitpunkt, ist er immer stärker und stärker geworden und dann war es zum Schluss sehr stark und hat das Sieg im Grunde genommen dann gerettet. Das ist Punkte jetzt zu nehmen von Walkleiber ist wichtig, weil wenn es ein komplett dann ist es sehr, sehr schwer. Okay. Vielen Dank, Herr Niel. Rainer, aus deiner Sicht heute? Und erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Randy. Natürlich ist es immer wieder schwer, hier zu stehen und dann das alles zu erklären, aber der heute hat die Mannschaft wirklich alles versucht, aber wenn man sich ehrlich ist, uns fehlt halt einfach auch offensiv die Power, dass sie uns durchsetzen, weil das zeigen die Ergebnisse. Wir haben die letzten 5 Spiele verloren, die letzten 4 Spiele 2 Tore geschossen und kurz, das ist klar, die Spieler, die jetzt da sind, die sind ein bisschen überspielt, oder nicht ein bisschen, sondern sind deutlich überspielt. Und die jetzt zurückgekommen sind, die sind einfach, die waren nicht lang verletzt. Da dauert auch noch ein bisschen Zeit, da brauchen wir vielleicht auch noch ein bisschen Geduld. Aber im Moment ist es halt einfach eine wahnsinnig schwierige Situation für uns. Und wie gesagt, man sieht halt, dass wir im Moment nicht die Qualität haben, dass wir in der Bayernliga die Spiele gewinnen. Weil man kann immer wieder, letztes Jahr haben wir auch gesagt, ja, die Gegner, ja, das ist glücklich, aber im Endeffekt steht 1-0 oben und das ist dann im Endeffekt auch verdient. Und wir haben es halt alles probiert, aber das hat halt wieder nicht gereicht. Und da muss man halt, das muss man ganz klar sehen, so, dass es nicht im Moment nicht reicht, dass wir in der Bayernliga mit dem Kader, den wir im Moment zur Verfügung haben, oder die letzten Wochen, dass man da auf Dauer, das geht schon mal ein Spiel oder zwei Spiele, aber auf Dauer reicht es nicht, dass wir in der Liga auf einem konstanten Level spielen. Und wie gesagt, wir haben jetzt 5 Spiele hintereinander verloren. Und natürlich ist das Selbstvertrauen natürlich auch nicht da. Man hat es ja auch vorher auch gesehen. Also, wenn es halt normal läuft, vielleicht schießt dann 1-2 Tore dann mit den Chancen, die wir gehabt haben. Aber wenn es halt so ist, wie es im Moment ist, dann fahren halt die Tore nicht. Und dann verliert man halt auch berechtigt dann. Und wie gesagt, jetzt müssen wir halt, wir dürfen den Kopf jetzt trotzdem in den Sand stecken, ist klar, das macht auch keiner. Natürlich ist die Mannschaft jetzt auch deprimiert, aber das muss halt weitergehen jetzt. Und wie gesagt, es kommen auch Spieler zurück. Und dann hoffen wir natürlich alle, dass es dann wieder, dass wir den Punkt wieder nach ein bisschen den Hebel wieder drehen können, dass wir halt auch so enge Spiele wieder gewinnen können. Weil eins ist auch klar, die Erwartung ist natürlich dieses Jahr unglaublich hoch gewesen an die Mannschaft. Und die kommt mal vom ersten Spiel nicht erfüllen. Und ich hoffe natürlich, dass das dann irgendwann einmal an Punkt erreicht ist und dass es die Spieler vielleicht auch manchmal denken, dass es halt kein Selbstläufer ist. Und dann werden wir es dann schon wieder irgendwie hinkriegen. Aber wie gesagt, im Moment ist es schwierig. Wichtig ist nur, dass wir jetzt nicht den Kopf verlieren. Und man muss das schon klar ansprechen, aber man darf nicht den Kopf verlieren und nach vorne schauen. Und ja, Freitag geht es weiter und jetzt müssen wir natürlich irgendwann mal Punkte einfahren, weil das Ziel kann im Moment nur sein, den 10. Platz zu erreichen und dann muss man halt schauen, wie es dann weitergeht. Aber das denke ich schon, dass wir das schaffen, aber es wird ein ganzer harter Weg und es wird sicherlich kein Selbstläufer, das ist auch klar. Aber wenn wir da eng beieinander stehen, dann wird das schon funktionieren, aber im Moment ist natürlich die Situation sehr, sehr, sehr schwierig. Danke.
danke, Rainer, für diese ausführliche Zusammenfassung, erstmal nicht den ganzen Fahrrad, die Frauen wurde vorweg schon weggenommen. Daniel, ihr seid jetzt im Tabellensechster. Ist das ungefähr die Zielsetzung, was sich Peißenberg vor der Saison vorgenommen hat oder welche Ziele verfolgt ihr? Ja, das ist, Sechste ist kein schlechter Platz für uns. Das, wir wollten vor der Saison schon in eine Richtung kommen, wo wir waren letztes Jahr noch die Vorrunde siebte und dann noch die Zwischenrunde sechste. Ich glaube, wir versuchen in dem Bereich zu bleiben. Weil es war, das ist kurz nach unten und wie schon hinten, ein bisschen der erste Platz. Das ist immer noch nicht so viele Punkte. Es ist auch klar, bei uns mit der jungen Mannschaft, die Erwartungen waren sehr groß, auch vorher für uns, von den Zuschauern, von jeder erwartet, dass manche Spieler machen den nächsten Schritt. Aber glücklicherweise im Sinn haben wir manche Spieler gesehen, dass wir sind ziemlich an das Level, wo der kann spielen und wir sollen nichts anderes spielen, als was die Jungs können. Und wenn wir machen das, dann sind wir nicht schlecht. Das war heute unser erster Auswärtssieg oder 3 Punkte. Wir haben schon 2 Punkte in Wandsberg geholt und 1 in Burgau. Ja, aber das war wichtig für die Jungs, für die Moral, dass wir schaffen das und dass wir bringen das über die Runde. 1-0, das war nicht selbstverständlich für uns. Wir waren 7-5 gegen Lindau kurz vorm Schluss und haben einen Zweig fest. Und auf einmal war es 7-3. So, das war ein wichtiges Spiel für uns, für die junge Burschen, dass der gemerkt hat, aha, und wir spielen das System und bleiben dabei und versuchen nicht was anderes zu spielen, als was ist unsere Möglichkeit. Wann kann man in der Richtung bleiben, wo wir sind jetzt? Das ist eine Mittelhälfte von der Tabelle. Okay, danke. Es war natürlich jetzt Pech für uns heute, dass ihr den 1-0-Sieg über die Runde gemacht habt. Aber wir wünschen euch für die weitere Saison noch viel Glück und Erfolg. Rainer, du hast es vorher schon gesagt, 5 Niederlagen jetzt in Folge.